Hallo, in die gesamte Runde einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde. Gleich erstmal eine Vorbemerkung. Wir haben wirklich nicht vor, hier unsere gesamte Sammlung umzukrempeln auf einen Computer. Da gleich mal zum Ersten. Wir bleiben also unserer, ja, ich sage mal, Sammelwut treu und sagen, ja, alles, was noch zu erhalten ist, erhaltenswert ist, ja, das wird natürlich erhalten. Das fängt an vom, ich sag's mal jetzt wirklich, vom normalen Gebrauchsgegenstand wie ein Löffel aus DDR-Produktion bis hin zu Telefonanlagen und. Ja, irgendwie platzen wir auch so ein bisschen aus der Nähte. Ja, hier mit unseren 55 Quadratmeter, die wir haben, anbauen geht nicht. Ja, aber wir machen das Beste draus. Gut! Jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen, warum ich hier euch schon wieder die Ohren voll sappe. Aufmerksame Leute, haben sie gesehen. Hier steht unser Bildungscomputer von Robotron, der Big 5105 im funktionsfähigen Zustand. Und hier vorne steht ein Robotron A1715. Das ist aber nicht unser eigener. Oder, nee, wie sag mal dazu, wir hatten ja eben einen Robotron 1715, der ist immer noch zur Reparatur. Und wir haben eben ein Top-Angebot gekriegt für den Rechner. Ja, absoluter Hammer mit funktionierendem Monitor, der zwar auch schon leicht anfängt nach Essig zu riechen. Ja, hatten wir ja das Thema Zahntrafo und so. Aber ansonsten in einem Top-Zustand ist, inklusive ja, Abdeckung hier für Tastatur, für das Desktop-Gehäuse und natürlich auch für den Monitor, alles in einem super Zustand, inklusive Handbücher und ja, ich sage mal, die wichtigste Diskette, Systemdiskette dazu, ja, vom Typ SCP haben wir das Betriebssystem. Was das jetzt im Einzelnen ist, wir zeigen euch jetzt mal so ein Filmchen, das haben wir mal so zusammengeschnitten. Ist diesmal keine PowerPoint-Präsentation, weil das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und zu unserer Schande müssen wir hier stehen. Das Filmchen, was wir euch jetzt hier als Anhang haben, hat auch ein paar kleine Macken. Schreibt es ruhig unten in die Kommentare. Wie gesagt, man kann ja nur lernen. Man kann alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Wa? Hat mein Vater gesagt. Hat 1:1 übernommen. Gut, kicken wir uns mal das Filmchen an und dann schalten wir wieder zurück hier ins Hauptsendestudio. We'll be right back.
So, ja, nur hoffe ich, dass er ein bisschen was an Wissen mitgenommen habt. Ja, die wichtigsten Sachen. Was ist das Betriebssystem oder welche Betriebssysteme laufen auf dem Ding überhaupt? Ja, bei unserem Big hatten wir ja nur das Betriebssystem SCP 5105 und dieses R-Basic. Der Vorteil beim Big ist, das sagte ich ja in dem anderen Filmchen, was wir gedreht haben, nur über den Big. Der Vorteil ist natürlich, hier, wenn ich keine Systemdiskette habe, ja, dann komme ich wenigstens ins R-Basic. Ja, mit Systemdiskette dann in das SCP 5105. Hier bei dem ist das wieder ein bisschen anders. Ich fange mal so an, was die Vorteile sind. Ich habe hier zwei Diskettenlaufwerke, sieht man. Ja, und ich habe eine abgesetzte Tastatur im Gegensatz zum Big. Hier ist die ja eigentlich fest dran. Ja, obwohl die einzeln verwendet werden kann, hatten wir ja in dem einen Film schon erklärt. Ja, was ist ansonsten noch? Er ist sehr laut, das ist ein Nachteil. Ja, also hier ist ein Lüfter drin. Und da überlegen wir, ob wir eventuell mal einen anderen einbauen, der ein bisschen leiser ist. Ja. Müssen wir kicken. Wir lassen den erstmal so, wie er ist. Wir freuen uns, er funktioniert. So, dann werden wir mal das Ding ein bisschen genauer vorstellen. Ja, wir haben zwar einen ganzen Stapel Disketten mit dazu gekriegt. Hier zu unserem 1715 PC. Wir haben uns mal selber eine Systemdiskette, ja, auf gut Deutsch gebastelt. Ja, ist nicht ganz so leicht, weil das Kopierprogramm vom Big, das scheint irgendwie nicht so richtig auf den 1715 zu funktionieren. Zumindest haben wir da immer einen Fehler. Er kann die Disketten nicht lesen. Oder kann dann praktisch nicht von Laufwerk A auf Laufwerk B kopieren. Ja, da wir ja hier zwei Laufwerke haben. Und dann gibt es hier auch für den Big, gibt es eigentlich auch noch ein Kopierprogramm. Haben wir versucht, auch rüberzunehmen auf den 1715, wo man praktisch mit zwei Laufwerke dann kopieren kann. Hat irgendwie so richtig funktioniert. Weiß nicht warum. Aber irgendwie haben wir das hingekriegt und haben hier eine Systemdiskette uns erstellt. So, warum brauche ich hier eine Systemdiskette? Unbedingt, weil Witz ist an der ganzen Sache, Freunde. Ich schalte hier ein. Das ist übrigens schön. Hier ist der Einschaltknopf vorne. Beim Big ist er hinten. Ja. Bricht man sich hier mal eben ab, wenn man das Ding einschalten will. Aber nichtsdestotrotz, ja, wie wir sehen, sehen wir auf dem Bildschirm nichts. So, nun müssen wir mal gucken. Ich hoffe, jetzt sieht man so ein bisschen. Er läuft jetzt hoch. Hier ist bloß so ein helles Viereck zu sehen. Funktioniert aber noch nicht mit dem Betriebssystem. Und die beiden Laufwerke hier, das ist Laufwerk A und das ist Laufwerk B. Ja, blinken abwechselnd. Und jetzt kommt schon der kleine Tipp, wenn ihr mal irgendwo so ein Ding habt, ne? Und habt jetzt keinen Monitor, auch kein Adapterkabel, das ihr am Fernseher anschließen könnt oder sonst irgendwas, einfach mal vorsichtig einschalten. Wenn es knallt, sofort wieder raus, ist klar. Ja, aber wenn ihr erst so weit seid beim Einschalten oder nach dem Einschalten, dass die beiden Laufwerke abwechselnd blinken, ja, dann ist alles in Butter. Ja, warum blinken die jetzt? Gute Frage. Die suchen was. Ja, die Laufwerke suchen, und zwar die sogenannte Systemdiskette. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier das Laufwerk A und hier das Laufwerk B. Ja, wir machen die Diskette einfach mal in das Laufwerk A rein. Bei B geht das nämlich auch nicht, da kriegt man dann eine Fehlermeldung. So, jetzt rattert er hier. Ja, und schwuppdiwupp, da haben wir das System SCP Version 005 vom 15.10.1986. 84 Kilobyte sind dort schon belegt. Ja, wir haben dort auch ein paar Programme drauf. Ja, eigenartigerweise, normalerweise braucht man ja dieses SCP 1715. Auch auf der Diskette. Ja, ansonsten würde das oder soll das nicht funktionieren. Hier funktioniert es. Ja, wir haben hier drauf GU INI 5, dann haben wir INST
SCP-5, komm, Power komm und das war's. So. Und funktioniert. Ne? Irgendwie. Ja, warum haben wir uns hier erstellt? Diese Datei, die ich hier bereits nannte, diese inst-scp-5, ja, die 5 bezieht sich vermutlich, so sagen wir mal, auf die Version, die wir jetzt hier haben als SCP. Mit dem kann man verschiedene Sachen, Parameter und so weiter einstellen. Sind wir aber noch beim Arbeiten, bin ich mal ganz ehrlich. Ja, man muss sich da erstmal durchforsten. Die haben zwar auch die Handbücher noch dazu und alle. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das in der DDR so ein bisschen kompliziert gemacht hat. Nee, also, ich sage mal, wenn die ein Haus gebaut hätten, nee, so wie sie ihre Anleitung geschrieben hätten, dann hätten sie beim Haus am Dach angefangen und hätten unten beim Fundament aufgehört. Nee. Also ist ein bisschen kompliziert zu lesen, ist eigentlich auch nicht für den normalen Benutzer, sondern mehr für den Programmierer gedacht, die ganzen Handbücher. Ja, aber ich sehe die Sache mal ganz optimistisch. Gut, wie gesagt, haben wir erstmal das ganze Teil dran. Wir haben natürlich, wie gesagt, hier noch einen ganzen Stapel wunderschön mitbekommen. Verschiedene Disketten, ja, Installationsdisketten, Textverarbeitung, Kalkulationsprogramm, Datenprogramm hier, diese Dreh- der Bass. Ja, das haben wir damit drauf und alles. Da sind so, ja, irgendwelche Dateien drauf. Gut, schweigen wir drüber. Die löschen wir natürlich, weil da sind irgendwelche personenbezogenen Daten drauf und das muss nur nicht sein. Wie gesagt, in einer haben wir reingekickt und dann löschen wir die insgesamt 10 oder 15 Dateien auch noch. Ja, nun ist ja ganz schön. Wir haben dort A und einen blinkenden Prompt, Cursor. Cursor ist das, glaube ich. Nee, also das erste ist der Prompt und das, was da so blinkt, das ist dann praktisch der Cursor. Jetzt machen wir einfach mal eine Datei mit Spiele. Ja, ist eigentlich ja nicht als Spielecomputer gedacht. Diese A sagt mir, wir sind jetzt immer noch hier auf Laufwerk A. Jetzt wollen wir auf Laufwerk B. Da drücken wir einfach den Buchstaben B und dann den Doppelpunkt. So, das heißt also A prompt B Doppelpunkt und der Cursor und drücken die Enter-Taste. So, und schon hat sich das geändert. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen. Nicht? Müssen wir mal hier so ein bisschen rumtüdeln. Mal sehen, ob wir das besser hinkriegen. Ja. So, wie gesagt, jetzt haben wir hier oder sind jetzt hier im Laufwerk B. Jetzt hatten wir ja beim BIC gelernt. Beim BIC gab es zwei verschiedene Befehle, um sich den Disketteninhalt anzugucken. Unter SCP 5105 war der Befehl Directory, also abgekürzt Dora Ida Richard. Ja. Und im R-Basic war das der Befehl Files, also Friedrich, Ida, Ludwig, Emil, Siegfried. Ja, hier haben wir den Vorteil, müssen wir nicht groß umdenken. Hier gibt es eigentlich nur Dir für Directory. Man beachtet diese elegante Aussprache Directory. Bisschen Spaß muss sein, ne? So, jetzt haben wir hier verschiedene wunderschöne Programme. Wir haben hier Basic-Programme, einen Text haben wir hier noch drauf von Matze, also eine Textdatei und so weiter und so fort. Und die Eingabe oder das Aufrufen, muss ich ganz ehrlich sagen, also alles, was jetzt diese Basic-Programme sind, wir haben zwar irgendwo Basic, ja, haben wir aber noch nicht ausprobiert. Alle Programme, die hinten auf BASN, kann man so nicht einfach aufrufen. Aber alles, was hinten mit COM ist, das funktioniert. Oh, jetzt nehmen wir einfach mal Mario, hier ist der Mensch, 1. 1. So, Mario. Und dann wollen wir mal sehen. Dauert natürlich einen kleinen Augenblick. Ja. Weil es sind ja Wahnsinnsdateien. So, jetzt schreibt er uns hier, es ist ein Spielprogramm und ist oder handelt im Hühnerstall. Interessante Sache, ja, im Hühnerstall. Ah. So, ich lese mal das jetzt nicht vor oder ich lese mal das jetzt nicht durch, sondern ich drücke einfach mal auf die Enter-Taste.
Ja, natürlich sehr langsam. Ja, so, jetzt haben wir den Hühnerstall. Irgendwo muss der Mario umher sammeln und das, was hier runterfällt, die Ostereier oder was der Deibel war, muss der alle aufsammeln von Henne 1, 2, 3 und 4. Gut, jetzt haben wir euch mal gezeigt, dass man mit dem Ding auch so ein bisschen rumspielen kann. Ja, ich muss immer sagen, das ist 18 Jahre Technik. Ja, also wenn jetzt einer aufschreit und sagt, oh, ja, mein sowieso Rechner, was ist Ecke, Game, Super PC oder was, kann man nicht miteinander vergleichen. Ja, aber wir sind zufrieden, dass das funktioniert und wir können das auch unseren Besuchern hier in unserer Sammlung, wenn es sie wünscht wird, mal vorführen. Ja, sowohl unseren Big als auch da hinten noch den KC853. Ja, und jetzt natürlich auch den 1715. Ja, Tastatur ist eindeutig zu sehen, wunderschön. Das ist Blech. Ja, hat einen eigenen Prozessor drin, auch wieder ein UA880. Hat hier praktisch den normalen, ja, Tastensatz, hat einige Tasten extra, wie zum Beispiel hier eine Grafik-Umschalttaste. Ja, die ist hier kennzeichnet mit SI, SO. Ja, wenn man das, dann leuchtet hier praktisch diese LED auf, ja, und zeigt an, dass der Grafiksatz, nur im Bild hat man das auch so ein bisschen gesehen, ja, umgeschaltet hat auf die einzelnen zwei vorhandenen Zeichensätze, die man nicht extra laden muss, weil die sind schon im System drinnen, im EEPROM, habt ihr ja in dem kleinen Filmchen hier sehen. Ja, wie gesagt, dann gibt es hier noch eine Remote-Taste und so weiter und so fort. Funktionstasten kann man sich selber belegen. Ja, wir haben hier die Funktionstasten von 1 bis 14. Im Gegensatz zum Big hier hinten. Hier hat eine einzelne Taste eine Doppelfunktion. Hier haben die Tasten nur eine Funktion. Ja, wie gesagt, da kann man noch extra machen. Ja, was war auch noch haben, weil da sieht man jetzt so schlecht. Hier oben steht noch unser Robotron K6313. Neuer Nadeldrucker, Original DDR, noch mit Papierchen dran und alles drum und dran. Und da wir hier auf dem 1715 diese Textverarbeitung haben, hier TP, ja, und auch noch ein Kalkulationsprogramm, ich glaube KP heißt das, dann haben wir noch, oh, weiß der Kuh, was, ach, hier diese Datenbanksystem, RedaBus. Und deswegen haben wir jetzt den Drucker erstmal am 1715 angeschlossen. Was der K6313 ist, also dieser neue Nadeldrucker, ja, wenn uns so ist, dann machen wir dazu vielleicht auch noch ein kleines Filmchen. Ja, aber ihr habt das erstmal gesehen. Ja, alte Technik, die noch funktioniert. Und auch noch relativ gut funktioniert. Ich meine, gut, dass der Monitor so leicht anfängt, ein bisschen nach Essig zu stinken, macht mir persönlich ein bisschen Kopfschmerzen. Weil das ist immer kein gutes Zeichen, ja. Zeilentrafo. Die Dinger kriegt man heute nicht mehr, ja. Es gibt zwar irgendwo Ehen unten, ich sage mal, im tiefen, tiefen Ende der DDR, mein DDR, ja, der irgendwie den alten Zeilentrafo rausschmeißt und damit eine Diodenmatrix oder weiß der Kuh, was da irgendwas Neues drin zaubert. Ja, aber es muss ja auch nicht sein. Gut, dann hoffe ich, dass euch das so ein bisschen gefallen hat. Ja, also nicht ich gefallen, sondern das, was ich euch hier gesappelt habe. Ja, und dass ihr mal so einen kleinen engen Blick habt. Robotron 1715. Kaufempfehlung. Wenn jetzt unbedingt einer so ein Ding haben will, ja, ich sage jetzt keine Preise. Aber das, was zurzeit angeboten wird, also nur unten die Disketteneinheit, ja, das ist schon jenseits vom Böse. Ja, gut und böse ist das. Macht das nicht. Und schon gar nicht, wenn da steht, ungeprüft oder ich kann das nicht prüfen oder weiß der Koko was. Ja, lass die Finger davon. Ja,
Wenn ihr die Möglichkeit habt bei Kleinanzeigen oder was und das ist in eurem Umkreis, was man gut mit dem Kraftfahrzeug erreichen kann, ohne eine Weltreise zu machen, fahrt hin, kickt euch an. Das ganze Teil, ja, bestimmte äußere Sachen lassen schon darauf schließen, dass da entweder Feuchtigkeit eingedrungen ist oder sonst etwas anderes. Gut, das war jetzt aber wirklich gewesen. Ja. Wenn ihr irgendwelche Hinweise oder sonst etwas habt, bitte unten in die Kommentare rein. Ja, wir versuchen das dann umzusetzen. Ja, vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil über den 1715, wo wir dann eventuell die Kamera ein bisschen anders stellen, dass man dann auch mal ein paar Programme so vorführen kann. Ja, gut, ansonsten bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Eure Blaulicht- und Oldtimer-Freunde, Märkisch. Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Jo, tschüss.